Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. I am so pleased to be able to tell you that. So these gravitational waves were produced by two colliding black holes that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago. Das war ein Knaller, was Dave Wrightsey heute mitgeteilt hat. Und damit recht herzlich willkommen bei Nano. Mit dem LIGO-Detektor konnten sie zum ersten Mal direkt Gravitationswellen nachweisen. Ein Zittern des Raumes, das vor 1,3 Milliarden Jahren entstanden ist, als zwei gigantische schwarze Löcher ineinander gerast und verschmolzen sind. Und im September des letzten Jahres haben die Gravitationswellen dann die Erde erreicht und wurden unabhängig voneinander in den beiden LIGO-Geräten gemessen. Auch wenn der alte Einstein solche Wellen schon vorhergesagt hatte und man bereits 50 Jahre lang danach gesucht hatte, eine direkte Messung war bis jetzt nie gelungen. Sie gehören zu den größten Forschungseinrichtungen, die je gebaut wurden. Die Laserobservatorien LIGO mit je 4 Kilometer langen Vakuumröhren. Damit hat man jetzt das bislang Unfassbare aus den Tiefen des Universums gemessen. Gravitationswellen. Sie entstehen, wenn Sterne explodieren oder schwarze Löcher miteinander kollidieren. Sie breiten sich in Lichtgeschwindigkeit aus, verformen Raum und Zeit, stauchen und dehnen jeden Körper im Universum. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie hat Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen vorausgesagt, glaubte aber nicht, dass man sie jemals messen könne. Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler nach Mitteln und Wegen, sie dennoch nachzuweisen. In den USA ist es nun gelungen. Mit den beiden riesigen Gravitationswellen-Observatorien. Eins im Staat Washington, das andere in Louisiana. In den gewaltigen Röhren herrscht völliges Vakuum. Und durch sie schickt man Laserstrahlen, die sich in der Eckstation in ihren Frequenzen genau überlagern. Durchqueren nun Gravitationswellen aus dem Weltraum das Observatorium, ändern sich die relativen Längen der Röhren. Die eine wird gedehnt, die andere verkürzt. Und die Schwingungen der Laserstrahlen treffen nicht mehr exakt aufeinander. Diese Längenänderung kann man messen, bis zum 10.000stel eines Atomkerndurchmessers, soweit das Prinzip. Denn LIGO ist so empfindlich, dass es von allen möglichen Erschütterungen der Welt beeinflusst wird, seien es menschliche Aktivitäten oder die Meeresbrandung an weit entfernten Stränden. Das Herausfiltern dieser Einflüsse gehört zu den Hauptaufgaben der Wissenschaftler. Und die Ingenieure haben das gesamte Lasersystem mit großem Aufwand von den Geräuschen und Schwingungen der Erde isoliert. LIGO besteht aus zwei Observatorien im Nordwesten und Südosten der USA, die rund 3000 Kilometer voneinander entfernt sind. Nur wenn beide Observatorien zur exakt gleichen Zeit das Gleiche messen, kann man sicher sein, ein Signal aus dem Universum empfangen zu haben. Genau das ist nun passiert. Der Nachweis von Gravitationswellen ist gelungen, die durch die Kollision der gewaltigen Massen zweier schwarzer Löcher entstanden sind. Es ist eine bahnbrechende Entdeckung, mit der eine neue Ära der Astronomie beginnt, mit einem völlig neuen Blick ins Universum und auf seine Entstehung. Ja, LIGO ist zwar ein amerikanischer Detektor, aber der Laser als auch große Teile der Analysesoftware wurden am Albert Einstein Institut in Hannover entwickelt. Gratulation dorthin. Tja, damit beginnen für die Astronomie neue Zeiten, denn mithilfe der Gravitationswellen lassen sich ganz andere Dinge im Universum beobachten. Und die kollidierenden schwarzen Löcher waren sicherlich erst der Anfang. Mehr Grips, ein effizienteres Gehirn, wer wollte das nicht? Und momentan verbreitet sich eine Methode, die Gewaltiges verspricht, das Neurofeedback. Man versucht, seine Gehirnaktivität gezielt zu manipulieren. Das amerikanische Militär setzt darauf, genauso wie zum Beispiel die Fußballprofis vom AC Mailand. Medizinisch sinnvoll wird die Methode momentan bei diversen Hirnleistungsstörungen eingesetzt. Und sie kann eine echte Alternative zu Medikamenten sein. Psychopharmaka jeden Tag. So schafft Nico den Alltag. Er ist 15, hat ADHS und schluckt seit 7 Jahren diese Pillen. Nun hat er mit seinen Eltern beschlossen, das zu ändern.
ich bin dazu gekommen, indem wir irgendwann mal einen Schluss gefasst haben und gesagt haben, nein, das reicht jetzt, wir wollen keine Tabletten mehr nehmen, das gibt zu viele Nebenwirkungen, der Arzt sagte schon, du bist zu dünn, du musst mehr zunehmen. Und da das nicht klappte, haben wir irgendwann mal gesagt, so, jetzt suchen wir wirklich eine Alternative im Internet und haben gefunden. Wir haben halt gefunden, was wir gesucht haben. Und das nennt sich halt Neurofeedback. Neurofeedback ist ein Training am Computer. Nico wird dafür am Kopf verkabelt. Während der Arbeit werden seine Hirnströme gemessen. Dabei sitzt er passiv am Bildschirm und lässt das Programm auf sich wirken. Es ist halt natürlich schwieriger, unter der roten Linie zu bleiben, weil man muss sich ja anstrengen deswegen. Also was heißt anstrengen? Man muss sich halt beruhigen. Und das ist halt das Schwierige bei einem Kind, das ADHS hat. Der Psychologe Ernst Hohn setzt Neurofeedback seit 10 Jahren ein. Seitdem hat er zahlreichen Menschen geholfen, ihre Medikamente abzusetzen. Gerade bei Krankheiten mit neurobiologischen Auffälligkeiten hat das Programm gute Chancen. Was müssen die Patienten dabei machen? Eigentlich gar nichts. Das Gehirn macht. Die brauchen nur zu kommen, ihr Gehirn mitzubringen und dann lernt das sozusagen von selber. Das Training führt zur Wahrnehmung von Hirnaktivitäten beim Denken und Fühlen, die man sonst kaum spürt, weil sie praktisch automatisch gesteuert werden. Über die Ableitung der Hirnströme wird zum Beispiel Unaufmerksamkeit detektiert und an Nico zurückgemeldet. So lernt er, seine Unruhe zu steuern und aufmerksam zu bleiben. Das nennt sich Selbstregulation. Das ist die Fähigkeit, die Zustände herbeizuholen, die man für bestimmte Aufgaben braucht. Also wenn ich in der Schule sitze, dann brauche ich zum Beispiel geteilte Aufmerksamkeit. Ich muss hören, ich muss sehen, ich muss aufmerksam sein. Und das gelingt Kindern mit ADHS nicht. Und durch diese Methode gelingt ihnen das wieder. Wissenschaftlich durchleuchtet wird die Methode seit 20 Jahren von Ute Strehl. Besonders aufschlussreich ist eine Studie mit ADHS-Kindern. Eine Hälfte bekam dann das Neurofeedback, die andere Medikation. Und am Ende sind sie gleich gut gebessert, sind auch gleich gut gebessert im IQ und in Aufmerksamkeitsleistungen. Und bei der Medikation sagt man eigentlich immer, wenn die nicht in Begleitung mit einer anderen Therapie gemacht wird, ist nach der Herausnahme der Medikation die Situation wieder wie zuvor. Demgegenüber zeigt die Forschung beim Neurofeedback einen dauerhaften Erfolg. Die Effekte bleiben für Patienten auch nach dem Training erhalten. Was dabei im Kopf genau passiert, ist noch unklar. Ute Strehl weiß aber, wann Neurofeedback helfen kann. Gut untersucht, in erster Linie für ADHS, auch für Epilepsie, im Ansatz für Migräne, für Tinnitus, für Schlafstörungen. In letzter Zeit gibt es einige Studien dazu. Also im Grunde immer dann, wenn wir wissen, dass da neurophysiologisch eine Abweichung ist, ein anderes Funktionieren, ein schlechteres Funktionieren. Der Praktiker Ernst Hohn nutzt das Training deshalb auch bei Depressionen. Zum Beispiel bei Roswitha Estorer. Die 52-Jährige hatte Stress in der Familie und ihr Job wuchs ihr über den Kopf. 4 Jahre lang hat sie Psychopharmaka genommen. Die Alternative zu den Medikamenten habe ich mir selber gesucht, dass ich eben gesagt habe, ich brauche auch eine Gesprächsbegleitung von einem Professionellen, also am besten Psychologen. Und dann habe ich mir halt den Herrn Hohn gesucht selber und hatte Glück, habe hier einen Platz bekommen. Und er hat mir das dann angeboten als Alternative, eben weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte von der Chemie weg. Das hat sie geschafft. Auch ihre Rückenschmerzen hat die Krankenschwester mit dem Training in den Griff bekommen. Wie jetzt dieses Neurofeedback selber, wie ich das irgendwie einsetze, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es scheint nachhaltig zu sein. Also ich habe nicht mehr zurückgegriffen auf irgendwelche Medikamente bis jetzt. Ne? Bin ich auch total froh darüber. Für Ernst Hohn ist dieser Erfolg keine Seltenheit. Auch der Transfer in die Selbstständigkeit scheint gut zu funktionieren. Es gibt aber auch Nachteile beim Neurofeedback. Negativ ist, man muss hierher kommen, 30, 40 Mal. Aber im Prinzip, Übung macht den Meister. Ne? Es gibt ja viele, die glauben, also wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich das. Das ist natürlich ein Irrtum. Aus der Hirnforschung wissen wir, das Gehirn liebt Wiederholungen. Deshalb muss Nico noch 20 Sitzungen machen. Doch erste Erfolge kann auch er schon verbuchen. Bisher hat er 5 Tabletten am Tag genommen, jetzt nur noch 3.
Und schon jetzt ist das Leben für ihn leichter geworden. Also zum Beispiel, wenn man Müll rausbringen will, man hat aber keine Lust und dann fangen Diskussionen an und so. Früher zum Beispiel war das bei mir so, dass es dann immer Diskussionen kam, aber seitdem ich neue Feedback mache, denk ich mir einfach, ja, okay, ich habe zwar keine Lust, aber ich mach's jetzt. Ich gehe raus und reg mich darüber nicht auf. Das ist halt ganz normal dann. Das ist ganz normal Alltag, so wie die normalen Leute auch sagen, ich gehe jetzt raus arbeiten. Das ist ja auch ganz normal. Neurofeedback scheint eine effektive Alternative zu Psychopharmaka zu sein. Schade nur, dass die Angebote des Trainings in Deutschland so rar sind. Ja, überraschend, dass das so ist, denn Neurofeedback ist schon Ende der 60er Jahre entdeckt worden. Damals hatte ein amerikanischer Schlafforscher Epileptiker damit erfolgreich behandelt. Dann hatte allerdings die Hippie-Bewegung die Methode als Weg zur Bewusstseinserweiterung entdeckt. Und damit war das Thema für die seriöse Wissenschaft erstmal tabu. Und vor allem kamen damals ja auch neue Psychopharmaka auf den Markt. Ein riesiges Geschäft, das ja schrumpfen würde, wenn Patienten nicht mehr behandelt würden, sondern mit Neurofeedback eben selbst handeln. Lassen wir mal die Geschichte der Psychopharmaka Revue passieren. Das ist spannend. Um die Jahrhundertwende gehörte Sigmund Freud zu den Ersten, die psychische Krankheit mit einem Wirkstoff behandeln wollten. Mit Kokain. Erst als er miterleben musste, wie ein Freund, der abhängig von Kokain war, daran starb, verwarf er den Plan. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kampfkraft der Wehrmacht mit einem Amphetamin gedopt. Amphetamine stärken vorübergehend das Selbstbewusstsein, verleihen Hochgefühle und steigern die Leistungskraft. Pervitin hieß das Mittel, dessen Wirkstoff später unter dem Namen Speed oder Crystal Meth in die Drogenszene gelangte. Viele Soldaten, die aus dem Krieg kamen, waren und blieben abhängig von der Droge. Der Dauerkonsum von Amphetaminen kann verheerende Folgen haben. Persönlichkeitsveränderung, Muskelschäden, gestörte Bewegungskontrolle. In den 50ern sorgte die neue Wirkstoffklasse der Neuroleptika für eine Revolution in der Psychiatrie. Bis dahin waren Patienten mit akuten psychischen Erregtheitszuständen in psychiatrischen Krankenhäusern eingeschlossen, oft auch gefesselt worden. Es kamen teils drastische physikalische Behandlungen zum Einsatz, wie die Elektroschocktherapie. Mit den Neuroleptika änderte sich das. Sie konnten Symptome dämpfen oder ausschalten. Die Zwangsmaßnahmen verschwanden weitgehend. Wie alle Psychopharmaka greifen auch Neuroleptika in die Informationsverarbeitung im Gehirn ein. Sie beeinflussen die Wirkung von Botenstoffen und verändern so die Erregung von Nervenzellen. Ihre genaue Wirkung wird noch immer nicht vollständig verstanden. Neuroleptika können bei anhaltendem Konsum schwere Nebenwirkungen haben. Es drohen Schäden an den inneren Organen, Persönlichkeitsveränderungen und der Verlust der Bewegungskontrolle. Auch die geistige Leistungsfähigkeit leidet. In den 60ern postulierte die sogenannte Antipsychiatrie-Bewegung eine Abkehr von den bisherigen Behandlungsformen und soziale Integration statt Ausgrenzung für psychisch Kranke. Die Ärzte von Triest wollten nicht mehr schuldig sein an einem Vorgang, der inzwischen unbestritten ist. Irrenhäuser machen Gesunde krank. Langzeitaufenthalte in den psychiatrischen Kliniken machen aus Verhaltensstörungen ernsthafte Schädigungen. Nach dem Krieg kam in Deutschland das Wirtschaftswunder und mit ihm Stress und mehr Belastung in der Berufswelt. Die Pharmaindustrie bot die passenden Mittel dagegen. Zunächst ist die Klasse der modernen Tranquilizer zu nennen. Die Tranquilizer haben die Aufgabe, Angst- und Spannungszustände des Menschen zu beheben. Die Wirkung zeigte dieser Tierversuch von 1960. Dieser europäische Luchs, dessen ausgesprochen bösartiges und aggressives Verhalten Sie in der Folge sehen, ist erst vor kurzem vom Moskauer Zoo hier eingetroffen. Mit Benzodiazepin hatte sich das Tier völlig verwandelt. 6 Stunden nach Verabreichung von Librium hat sich sein Verhalten nun völlig verändert. Das Tier rollt sich und streckt sich behaglich wie eine Hauskatze. Das extreme Suchtpotenzial dieser Substanzen wurde von Fachleuten lange Zeit verharmlost. Wie in dieser Diskussionsrunde von 1967.
die ganzen Tranquilizer und auch die Neuroleptika machen in diesem Sinne keine Sucht. Mir ist kein Patient bekannt, der von diesen Mitteln in einer echten Weise vergleichbar dem Alkohol oder dem Morphium, um so typische Beispiele mal zu nennen, abhängig geworden wäre. Eine fatale Fehleinschätzung. Damals waren weltweit schon Millionen abhängig von Benzodiazepinen, die meisten bis zu ihrem Lebensende. Der letzte große Schritt in der Entwicklung von Psychopharmaka waren die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Die Hersteller versprachen Hilfe bei Traurigkeit, Schüchternheit und allen erdenklichen psychischen Missempfindungen. Ihr bekanntester Vertreter in den USA, Prozac. Die Glückspillen wurden ein Blockbuster. Mit 40 Millionen Konsumenten weltweit. Oh, to feel good. Naja, ganz so gut fühlen sich viele wahrscheinlich damit doch nicht. Auch wenn der Pharmakonzern Eli Lilly jegliche Nebenwirkungen jahrelang geleugnet hat, tatsächlich leidet etwa ein Drittel der Prozac-Konsumenten an sexuellen Funktionsstörungen. Ein französisches Sprichwort lautet, wer von der Bausucht befallen wurde, der braucht keinen anderen Gegner, um sich zugrunde zu richten. Das wird so mancher Eigenheimbauer bestätigen können und die Erkenntnis scheint sich rumzusprechen. Obwohl die Bauzinsen extrem niedrig sind, werden immer weniger Einfamilienhäuser neu gebaut. Kaum ein Ziel im Leben vieler Menschen drückt wohl so sehr das Bedürfnis nach Freiheit und Wohlstand aus wie der Besitz eines Einfamilienhauses. Und dafür ist so mancher Häuslebauer auch bereit, viel Zeit und Herzblut zu opfern und sein Erspartes zu investieren. Gut jeder vierte der 40 Millionen Privathaushalte lebt in einem Einfamilienhaus. Doch dieser Trend nimmt langfristig ab. In den letzten 20 Jahren hat der Anteil der Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte rapide zugenommen. Zeitgleich ist der Anteil der Mehrpersonenhaushalte gefallen. Der demografische Wandel bedingt, dass es immer weniger Familien mit Kindern gibt. Und Familien mit Kindern sind ja die klassischen Bezieher von Einfamilienhausgebieten, also die Erbauer dieser Gebiete. Und zusätzlich werden die Erwerbsbiografien brüchiger. Es gibt weniger stabile Einkommen, weniger langfristige Arbeitsverhältnisse. Und das alles wirkt sich natürlich auf einen so langfristig angelegten Markt wie den Einfamilienhausmarkt aus. Hinzu kommt ein anderes Phänomen. Metropolen wie Berlin profitieren schon länger von einem anhaltend starken Zuzug. Junge Familien finden hier eine funktionierende Infrastruktur mit kurzen Wegen vor. Auch Senioren zieht es in die Großstädte. Doch der Wohnraum wird dort knapp und teuer. Der Traum vom Bau eines Einfamilienhauses lässt sich hier nur schwer realisieren. Um dem Druck auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken, suchen die Städte händeringend nach Freiflächen für neue Wohnraumkonzepte. Ein Ausdruck dessen waren auch die Townhäuser, mit denen man die Vorzüge des ländlichen Lebens mit der Stadt verbinden wollte. Derzeit gehen aber die Zeichen eher darin, dass man versucht, viel verdichteter, viel höher wieder zu bauen, weil nur so dem großen Bedarf an preiswerten Wohnraum gerade Rechnung getragen werden kann. Der derzeitige Bauboom sorgt daher innerstädtisch für starke Aktivitäten im Bereich Wohnungsbauprojekte. Wir prognostizieren, das wird auch noch weiter steigen, weil wir ja auch die Zuwanderung auch verarbeiten müssen. Nichtsdestotrotz, die Einfamilienhäuser erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Deutschen und die Bautätigkeit zieht da auch an. Der Zuwachs bei den Einfamilienhausneubauten findet vor allem am Rand der Städte statt. Auch hier ist mit anhaltend hohen Grundstückspreisen zu rechnen. Anders in abgelegenen ländlichen Regionen. Wer dort baut, kann langfristig nicht immer mit einer wertstabilen Immobilie rechnen. Die Wahl der Lage des Grundstückes spielt dabei eine sehr große Rolle. Wichtig ist natürlich genau wie in der Stadt Zentralität. Also, dass alle Familienmitglieder in irgendeiner Form eine Mobilitätsgarantie haben. Das heißt, Arbeiten, Kita, Schule, Freizeit, Einkaufen, das alles sollte ohne vier Autos zu bewältigen sein. Und das ist auch ein wichtiger Garant dafür, dass die Investition langfristig stabil bleibt. Also dass man vielleicht, wenn sich die Lebenssituation ändert, man dieses Haus auch mal wieder verkaufen kann. Je nach Lage droht der Preisverfall oder gar der Leerstand bei Einfamilienhäusern, die in der Zeit zwischen 1970 und Anfang der 90er Jahre entstanden sind. Heute leben dort überwiegend Bewohner in der Altersgruppe ab 65 Jahre.
Wenn man nicht mehr so mobil ist, älter ist oder ein Lebenspartner stirbt, stellt man sich schon die Frage, ob man in der Immobilie wohnen bleiben möchte. Dann zieht man eventuell zurück ins Zentrum, zu dem auch noch durchaus oft Kontakte bestehen. Und dann stehen die Kinder, die Angehörigen vor der Situation, diese Immobilie veräußern zu müssen, auf einem teilweise sehr schwierigen Markt. Die Folge: In einigen Kommunen kommt es vermehrt zu Leerständen und den damit verbundenen Problemen. Uns macht eigentlich da besonders Sorge die Infrastruktureffizienz. Einfamilienhäuser sind in dünn besiedelten Räumen. Und wenn dort sozusagen Leerstände auftreten, reagiert das System sehr empfindlich. Das heißt, die Ineffizienzen legen sehr schnell zu, die Kosten für die Infrastruktur steigen. Einige Kommunen suchen bereits Rat, um Leerständen vorzubeugen. Grundsätzlich sollte von der Gemeinde auch einmal auf die Anwohner selber gehört werden, die dann durchaus sagen können, was braucht es vor Ort, welche Infrastruktur braucht es vor Ort. Hier hat die Gemeinde durchaus Einflussmöglichkeiten, entsprechend zu entwickeln. Und eine andere Möglichkeit wäre auch, einen bestimmten Bereich als eine altersgerechte Siedlung zu profilieren, dort die entsprechende Infrastruktur anzusiedeln. Bundesweit betrachtet haben sich die Bedingungen für das Einfamilienhaus erschwert. Dennoch ist das Interesse der Deutschen an einem Neubau ungebrochen. Der Traum vom Einfamilienhaus kann also trotz der Entwicklungen am Immobilienmarkt weiterhin Realität werden. Soweit von uns für heute. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Dann machen Sie es gut. Bis morgen wieder. Bis nach.